Jetzt geht's noch weiter. Ah, gut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hab neue Tricks gelernt. Ja, komm. Fuck. Oh. Die ist so schnell. Pudika. Ich kann gerade mal einen Schlag auf sie setzen. Schlampe, ey. Lass mich doch wieder zuschlagen. Weißt du, die zieht mir viel mehr Leben ab, als ich hier. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Alter, wie lang ist denn die Kombo? Alter. Budika. Aber ich glaube, das kann ich auch abwehren, ne? Shit, mein Leben wird klein. Wird gering. Doofe Budika. Verdammt. Wie soll ich die... Ach komm, das ist... Was soll ich zu sagen? Die ist echt heftig. Verdammt. Ich kann immer nur einen Schlag auf sie setzen, das ist doch... Ich kann auch einfach weglaufen, ja. Aber mein Leben regeneriert sich deswegen trotzdem nicht. Ich kann ja auch nichts machen. Aber ich kann mir so... Oh, sieht das affig aus. Ich kann mir so lange was ausdenken. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Kombos, die ich machen kann? Erschrecken kann ich sie auch nicht. Ich meine, die hat kein Schild, aber trotzdem macht die, was die will, ey. Oh Gott, ich hab's abgeblockt. Deswegen konnte ich gerade richtig heftig Schaden machen. Na, ah, habe ich den Trick rausgefunden, ja? Okay, verdammt. Aber... Oh, ich hätte meinen Fokus einsetzen sollen in der letzten Sekunde. Nein! Aber immerhin weiß ich, ich kann es abwehren. Und ich kann sie fertig machen. Aber die ist echt ein harter Brocken. Echt ein harter Brocken. Krasse Scheiße. Ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Verdammt. Okay, da fängt schon an. Oh Mist, ey. Oh yeah. Dann habe ich sie nicht mal getroffen. Ernsthaft? Na komm. Werde ich. Werde ich, Budika. Verdammt. Immer wenn ich das sage, wehrt sie sich wirklich. Oh ja, da habe ich sie gegeben. Ist das ein epischer Kampf hier? Krasse Scheiße. Nein. Den kann ich mir wirklich abwehren. Na. Stückchen noch. Okay, einmal nur noch. Komm. Komm, Budika. Jetzt oder nie. Du oder ich? Scheiße. Okay, jetzt brauchen wir beide noch einen Move. Na komm, Budika. Nein. Gott, jetzt wird's echt knapp.
Oh, mein Gott! Oh. Marius, Sohn Roms. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Das Schicksal macht uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Tu es, Römer. Tu es. Fuck. Er musste es tun. Centurius Severus zu mir! Stell das am höchsten Ort auf, den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Das war Boudicas Kopf. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Ihr ließt meine Familie ermorden. Ihr habt Rom zerstört. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht, eure Eitelkeit, eure Arroganz haben dazu geführt. Warte, 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 warte! Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaiser Nero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Ich flehe euch an! Gib mir deinen Dolch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Du sagtest, die Barbaren seien besiegt. Also? Nicht sie hämmern gegen die Tür. Es sind meine Prätorianer. Wachen! Wachen! Damokles ist hier! Er will mich töten! Beschützt mich! Come on! Das bisschen Ehre, weißt du? Du wirst ohnehin sterben. Marius, mein Guter. Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast? Wer bist du? Wie hart ich gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfügen. Zur Hölle. Was? Leontius ist tot, mein Kaiser. Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Lauf! Wer ist er? Wieso? Simpel. Um zerstören. Diese törichte Idee von Zivilisation. Marius, hör auf! Nein! Ihr Menschen spielt eure Spiele. Wir Götter, die unseren. Aber das Spiel hat Regeln. Nemesis. Okay. Ich räche die Ermordung deiner Familie. Wo bist du, Nero? Shit. Ich dachte, ich wäre abgekratzt. Verdammt, sehr viel Leben habe ich nicht mehr. Marius wurde besiegt. Okay. Das erfordert jetzt meine höchste Concentration.
Alles wird gut. Töte Nero. Ich weiß, dass da ein Bastard um die Ecke ist. Kann ich den nicht einfach überraschen von hier aus? Schade. Ich glaube, ich blute aus, oder? Okay, das hat mir Leben wiedergegeben. Verdammt. Dreck. Gott. Das ist echt schwer. Nimm das. Nero, wo bist du? Krass. Alter, hat er mich eiskalt erstochen. Das war klar, ey. Pretorianer halten sich für was Besseres. Krass. Nero, kannst nicht entkommen. Was wollt ihr denn hier? Shit. Ich werde nicht aufgeben, bevor Nero tot ist. Durchlöchert. Durch sein eigenes Schwert. Krass. Nemesis. Hat er verloren? Alles nur, weil Götter Langeweile haben? Über die Zeit erholte sich Rom. Und seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand. Über tausende Jahre. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit.
Ja. Schade, dass es schon zu Ende ist. War verdammt kurz, muss ich sagen, ne? Also, es kommt mir nicht wirklich lange vor. Muss ich mal schauen, wenn ich gerendert habe, wie viele Folgen das sind. Ich glaube, das sind maximal 30. Naja, das war's mit Rise, Son of Rome. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, weil die Story auch nur so ergreifend ist. Also, du schmeckst richtig das Blut, das in dir fließt. Und, oh Gott, ist das geil gewesen. Ich hatte Gänsehaut. Ich habe mitgefiebert. Ich hatte Angst um mein Leben und das war einfach nur genial. Oh. Ich meine, klar, es war ein bisschen eintönig, dass du immer nur diese Kombos machen musst, aber die Story und das Allgemeine hat das eigentlich wirklich wieder wettgemacht. Es hat Spaß gemacht. Ich erinnere mich da wie heißt das nochmal? Ich habe sogar den Namen vergessen. Fuse. Das basierte ja auf demselben Prinzip, außer dass die Story und alles überhaupt nicht funktioniert hat und das Spiel war auch viel zu lang. Und deswegen glaube ich, dass sie es extra kurz gehalten haben, das Spiel, dass man nicht so schnell Langeweile bekommt. Auf jeden Fall, geniales Spiel. Solltet ihr euch die Xbox One holen. Rise, Son of Rome. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass der Multiplayer nicht so gut ist. Es ist halt ein Koop, kein Versus-Modus. Und ich meine, klar, um mit ein bisschen Zeit hier zu verdaddeln, kann man das gerne machen. Aber die Story ist das Spiel. Na, einfach genial. Einfach genial, die Story. Gut, dann werde ich mich gleich mal an den Cut setzen und als Dank natürlich für das Spiel werde ich die Credits durchlaufen lassen. Das ist, als Let's Player ist es, man muss das machen. Es ist einfach eine Ehre für die ganzen Erbauer des Games, für den Publisher und für alle. Also, es ist ein Muss. Und in diesem Sinne, haut rein, Leute. Ich bin euer Zero. Genießt die Credits. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ciao.